Ich jetzt. Kamera läuft. Ja, herzlich willkommen. Erster Lernos Community Call seit einer Weile. Ist mir ausgefallen, weil da relativ viel zu tun war mit dem Lernos Camp. Letzte war im Mai gewesen. Für die, die neu oder das erste Mal dabei sind, dazu kurz als Überblick. Im Prinzip steht es ja oben im ersten Satz drin. Und wir machen rund um die Community so einmal im Monat, immer am ersten Freitag so einen Call, 13 bis 14 Uhr. Wie ihr jetzt vielleicht schon merkt, nicht so im Webinar-Charakter, sondern eher so ein bisschen offen und locker. Was passiert ist, was es so Neues gibt. Das ist so in der ersten Hälfte quasi, wobei ihr da jederzeit auch reinfragen könnt, im Chat nutzen könnt. Da gibt es eben immer Themen auch noch, die aus der Community kommen. Da gibt es ganz unten so eine kleine Agenda, dann in der zweiten Hälfte. Manchmal sind wir schneller fertig, manchmal schaffen wir nicht alles, je nachdem. Genau, vielleicht auch noch der Hinweis, wie immer bei Webkonferenzen, wenn jemand irgendwie Hintergrundgeräusch hat und gerade nichts sagt, vielleicht muten, dann haben wir nicht so viel Lärm im Hintergrund. Ja, ich springe mal da nach unten. Für die von euch, die in Connect sind, haben das vielleicht schon gesehen. Da gibt es ja immer dieses, was war, was wird. Geben wir mal anfangs einen kleinen Überblick, was einfach alles passiert ist, weil es doch viel ist. Und da macht es Sinn, die Links und die Hinweise mal alle auf einem Fleck zu haben. Also zum einen mal, dadurch, dass jetzt länger wir schon nicht mehr dabei waren, nicht mehr einen Call gehabt haben. Ich habe es gestern mal gezählt, seit dem letzten Call am 3. Juni sind 199 neue Mitglieder hinzugekommen. Also da kann man nicht mehr jeden einzeln vorstellen, wie wir das früher gemacht haben. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt das LernOS Camp quasi war und da viele, die entweder vor Ort waren oder remote am Camp teilgenommen haben, sozusagen mit reingekommen sind. Und sind jetzt quasi mit 896 Mitgliedern kurz vor den 900. Mal schon überlegen, den 900. irgendwie in die Hand drücken. Ich dachte, vielleicht kann man den heute schon benennen, aber noch ist es nicht so weit. Genau, was ist passiert? Zum einen, mal, die, die auf dem Camp waren, haben es gesehen. Es ist diese Manager-Seminare-Zeitschrift rausgekommen, wo die sozusagen einen Feature-Artikel geschrieben haben über LernOS. Ich habe die Seite auch reingeschrieben, es ist verlinkt. Das ist allerdings so, also so eine Paywall quasi. Da könnt ihr so den ersten Absatz könnt ihr lesen. Weil danach muss man den Artikel kaufen. Aber ich denke, viele von euch haben das ja irgendwie intern in der Zeitschriftenverteilung oder so drinnen. Könnt ihr da mal reinschauen. Da ist so ein bisschen die ganze Historie und der ganze philosophische Background. Und warum gibt es das und wie ist das gedacht, mal beschrieben auf so 6 bis 8 Seiten ungefähr. Dann, da kommen wir später noch im Detail dazu, bei den Community-Themen unten, jetzt gerade schon mal in die Kamera gehalten, das Buch Faszination New Work ist rausgekommen, 50 Impulse für die neue Arbeitswelt. Die Annika Leopold, die auch schon mit dabei ist, habe ich schon gesehen, ist da eine der Herausgeberinnen und die wird uns nachher so ein bisschen erzählen, wie es zu dem Buch gekommen ist. Über das Buch hat sich auch der, witzigerweise der Tobias, der den Getting Things Done Impuls in München gegeben hat und ich kennengelernt, weil wir da genau hintereinander quasi, ich hatte ein Kapitel und er hatte ein Interview. Und wir sind eben schon viele Jahre hier in Nürnberg nebeneinander, haben noch nie voneinander gehört, obwohl wir mit Getting Things Done da eine Brücke haben. Also so rund um diese Bücher entstehen da immer ganz lustige Geschichten. Genau, das Camp war, das war was Größeres. Ich sehe ja auch ein paar Leute, die da vor Ort waren. Da vielleicht nur nochmal der Hinweis, hier ist der Link, wenn ihr da klickt, Moment, da, haben wir versucht auf dieser Seite mal so alles zusammenzubündeln, was es an Dokumentation und Links gibt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, also da gibt es natürlich immer noch viel mehr. Da seht ihr oben das Video, was im YouTube-Kanal von der LV 1871 ist, das ist so ein 3 Minuten, glaube ich, Alex, Zusammenschnitt, ne, der wichtigsten Ereignisse vom Camp. Ganz cool, wenn man jemand mal zeigen will, was da so war, wie die Atmosphäre war. Dann ist oben eine YouTube-Playlist verlinkt. Da sind alle Mitschnitte auch von den Impulsvorträgen drin. Der Podcast, wo wir aufgenommen haben, die Begrüßung, da fehlt ein scharfes S, Vorstellungsrunde, die Session-Vorstellung und die Feedback-Runde. Ein Google-Fotoalbum ist verlinkt mit den Bildern vom Rainer. Und der Film nochmal als einzelner Link, das ist der gleiche, der oben eingebettet ist. Hier unten sind jetzt die ganzen Vorträge, also Impulsvorträge verlinkt. Es gibt zu jedem eine eigene Seite mit der Dokumentation drauf. Ist auch die Einlassmusik und so ist verlinkt. Also falls jemand irgendwie die musikalische Atmosphäre des Camps nacherleben will. Unten das Gleiche mit den Sessions. Also alle Session-Titel haben jetzt einen Link. Da ist die Session-Dokumentation dahinter. Und das Gleiche auch nochmal mit den Community-Assemblies. Die sind auch alle verlinkt. Und hier unten habe ich versucht, immer wenn auf Twitter mal an mir vorbeigeflogen ist, dass jemand schon
Retrospektive oder Blog geschrieben hat, das da reinzupacken. Ich werde so im 2-Wochen-Rhythmus immer mal durch Google gucken, was es da Neues gibt. Wenn ihr irgendwo was schreibt oder was seht, könnt ihr das da gerne auch mit dazu schreiben. Ne? Die Seite ist im Wiki-Modus, also da kann im Prinzip jeder was einfügen. So, dann gehe ich da wieder zurück. Da sind wir. Genau, das ist eine Kleinigkeit. Von den Sketchnotern ist leider heute keiner dabei. Die hatten ja zum Camp das Sketchnote, einen Sketchnote-Leitfaden veröffentlicht. Da hatten sie in der Produktionskette noch einen kleinen Fehler. Da sind die E-Book-Formate noch nicht mit veröffentlicht worden. Die sind jetzt aber auch verfügbar seit gestern oder vorgestern, glaube ich. Weiß nicht, wer von euch Kindle, entweder Kindle Reader oder die Kindle-App nutzt oder eben auf Apple-Endgeräten. Da gibt es ja dieses Apple-Bücher. Ja, für Kindle ist das Mobi-Format und für Apple sind diese EPUB-Formate. Ja, und das funktioniert einfach so, wenn ihr hier klickt auf Sketchnoting Guide, dann landet er auf GitHub quasi, da in der deutschen Version, da liegen die Files, ne? Hier die EPUB, hier die Mobi. Bei der Mobi ist es so, jedes Kindle-Endgerät hat eine eigene E-Mail-Adresse, dann nehmt ihr einfach das Mobi-File, schickt es an die E-Mail-Adresse und dann landet es auf eurem Kindle. Und beim EPUB ist es so, wenn ihr es im iPhone oder im iPad aufmacht, dann bietet euch quasi der Safari an, öffnen in Apple Büchern und dann ist es quasi in Apple Bücher App drinnen. Das werden wir auf dieser einen Übersichtsseite auch noch verlinken, dass das ein bisschen schneller noch im Zugriff ist und man nicht immer über diese GitHub-Verzeichnisse gehen muss. Genau, das ist auch hier der nächste Punkt. Wir haben versucht, diese Seite bei uns auf der Webseite, also cognion.de/lernos, ein bisschen kompakter zu machen, weil wir relativ viele Mails gekriegt haben, wo ist jetzt eigentlich die OneNote Circle Template, wo ist eigentlich der Podcasting Guide. Also hier ist quasi jetzt mal so diese 3 Leitfäden, Learners for You, for Teams, for Organisationen, mal in den verschiedenen Versionen verlinkt. Ne? Da kommt man jetzt auf Deutsch, Englisch eben direkt zu den Versionen. Das gleiche hier unten mit Expert Debriefing, Podcasting, Sketchnoting. Und das werden wir jetzt Stück für Stück ausbauen, dass sozusagen, wenn weitere Leitfäden kommen, man quasi das als Einstiegsseite verwenden kann. Gibt es noch nicht auf Englisch diese schöne Übersichtsseite. Da gibt es nur die nicht ganz so schöne, lernos.org. Da sind wir jetzt gerade dran, irgendwie die Webseite auch mehrsprachig zu machen, dass man das Gleiche in Deutsch und Englisch quasi sehen kann. Das ist Werkstudentenjob jetzt über die Sommerferien hoffentlich. Genau, dann so ein bisschen ein Thema am Rande. Ich weiß nicht, wer das auf Connect mitgekriegt hat. Aus den Bench-Learning-Projekten letztes Jahr hat sich was rauskristallisiert. Das nennt sich etwas sperrig Cross-Company-Community-Call, abgekürzt C3-Call. Das ist ein 2- bis 3- monatlicher, einstündiger Termin, wo es um internes Community-Management geht. Das wird organisiert von dem Achim Brück von Daimler, von der Rebecca von ZF und, ich weiß gar nicht, ob der Vieh von der Deutschen Post mit dem Orga-Team ist, also hauptsächlich die zwei. Habe ich hier auch mal den Link reingenommen. Das linkt auf die Kategorie. 2 Stück gab es bisher schon. Der erste Call, der ging um das ganze Thema, warte mal, Moment, ich brauche mal nach oben, dann sieht man das. Sozusagen mal vorzustellen von Bosch, ZF und Daimler, wie ist dort das interne Community-Management aufgebaut. Ich zeige es deswegen, weil wir auch die Calls recorded haben. Also wer sich das im Nachgang angucken will, hier sind quasi die Videos. Der letzte Call, also der zweite, war vor 3 Wochen oder so, da ging es jetzt um Metriken und KPIs beim internen Community-Management, also Messung. Und der Achim hat mal noch vorgestellt, diesen State-of-Community-Management-Report, der gerade ja rausgekommen ist. Und der dritte Termin ist irgendwann im Oktober, im Community-Kalender steht es drin. Da geht es um eine Community-of-Practice-Toolbox. Also was sind so Tools und Werkzeuge, die ich Communities an die Hand geben kann, damit die sozusagen gut funktionieren. Angefangen bei Meetups, Barcamps, Ask Me Anything Sessions, also all solche Dinge. Ja, könnte sein, dass das den einen oder anderen von euch interessiert. Deswegen dachte ich, nehme ich es mal rein. Genau, dann vorletzter Punkt hier, Circle Finder App. Der Leonid ist, glaube ich, mit im Call oder wollte mit reinkommen. Der kann nachher kurz was dazu erzählen. Die Circle Finder App ist umgezogen in die Working Out Loud Domain. Wie gesagt, machen wir nachher unten noch mit dazu. Und was vielleicht auch spannend ist, war ein bisschen versteckt oder ist versteckt auf der WOL-Webseite. Die Working Out Loud Circle Video Guides sind erschienen.
Das ist quasi so eine Sammlung von 13 Videos. Das erste ist kostenlos einsehbar. Es ist so ein, was ist eigentlich Working Out Loud? Und die anderen 12 sind ein Video für jede Woche der Circles, ne, wo du quasi in deinen Circle John als virtuellen Begleiter mit reinnehmen kannst und er eben genau erklärt, was in dieser Woche passiert. Ja, das sind so immer ein paar Minuten, 3, 4, 5 bis 10 Minuten. Ist nicht gestoppt bei allen. Liegen auf Vimeo, gibt es irgendwie für 49 Euro Zugang für 6 Monate. Plus man kriegt auch dieses WOL Circle Journal geschickt per Post. Also fairer Preis, denke ich. Genau, also das sind so die Sachen, die passiert sind. Dann machen wir mal einen kurzen Break. Weiß nicht, ob es da irgendwie Fragen oder Anmerkungen noch gibt eurerseits. Ich versuche das immer kompakt zu machen. Das meiste kann man ja nachlesen, da geht es hauptsächlich drum. Ach nee, noch was, habe ich ganz, bin ich drüber gesprungen. Das erste Beiratstreffen war, da sehe ich ja den Knut und Alex, ihr wart ja da dabei beide. LernOS Beirat, das sind quasi die Unternehmen, die LernOS supporten, die über den Support sozusagen einen Sitz in diesem Beirat haben und wir treffen uns dreimal quasi im Jahr zu so einer virtuellen Konferenz, 1,5 Stunden und sprechen eben drüber, wo LernOS steht, was man machen kann, um das weiterzuentwickeln, um es noch besser einsetzbar zu machen in Organisationen. Und da habe ich einen Blog geschrieben nach dem Beiratstreffen letzte Woche, wo mal so die wichtigsten 6 Punkte dokumentiert sind, die da eben rausgekommen sind über die 6 Beiräte oder 6 Supporter. Und zum einen mal die besser darzustellen, was es für Beteiligungsmöglichkeiten gibt, also wo kann ich mitmachen, so was weiß ich, wenn ich jetzt wissen will, wie kann ich am Sketchnoting Guide mitschreiben. Im Moment ist noch so, dass ich da wissen muss, wer da dran ist und auf welchen Kanälen kommuniziert wird. Dann zum Thema Lizenz, haben wir gesagt, schreiben wir mal so einen One-Pager. Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Creative Commons Lizenzen? Wie zitiere ich das sauber? Dass man da ein bisschen Hilfestellung hat. Dann, das ist vielleicht als Inhalt spannend, das ist ein Ergebnis aus dem Camp. Der Winnie von der Telekom hat eine kleine Gruppe gegründet, die Geschichten des Gelingens der Telekom, das sind so Büchlein, mit Success Stories in den öffentlichen Raum übertragen will. Also es wird so eine Art LernOS-Geschichten des Gelingens geben. Und da ist die Idee sozusagen jetzt beginnend mit dem Corporate Learning Camp 12. September mal aufzurufen, solche Geschichten zu sammeln. No, Success Stories, das wird wahrscheinlich im ersten Schritt über ein Google-Formular einfach sein. Dann würde das Team die kuratieren, zusammenstellen. Die Idee ist bis zum Knowledge Camp im November in Berlin sozusagen so einen ersten Prototyp wirklich in Form eines gedruckten Büchleins zu haben. So ähnlich wie bei der Telekom auch, weil die halt die Erfahrung machen, wenn man so Themen in die Breite bringen will, so Leitfäden, Präsentationen ist so für das Kognitive immer ganz gut. Aber dann ist es auch gut, die Gesichter und die Leute, die halt da irgendwas Erfolgreiches mitgemacht haben, auch sichtbar zu machen. Das heißt, wer da noch mitmachen will, entweder beim Winnie oder bei mir melden. Aber ihr könnt euch auch schon mal überlegen, ob ihr eventuell so eine Success Story beitragen wollt. Da werden wir dann den Link entsprechend bekannt geben ab dem 12. September. Was auch noch rauskam, ist, dass man so ein bisschen mehr noch rausarbeiten soll, welche Rolle LernOS als Unterstützer quasi für die agile Transition haben kann. Ja, es ist ja so das ganze Thema digital, Profile, soziale Netzwerke, das ist sehr präsent. Ja, aber dadurch, dass ich zum Beispiel Getting Things Done auf individueller Ebene praktiziere, das ist ja sehr nah an dem Scrum-Prozess auf der Team-Ebene, wollen wir das noch ein bisschen noch ausarbeiten. Ne? Wie kann ich durch LernOS quasi fördern den agilen Gedanken in der Organisation? Dann haben wir die Leitfäden mal so ein bisschen priorisiert, abgefragt, welche da wichtig sind. Da kamen die 3, also 2, die ja schon in der Mache sind, der Podcasting-Guide, der Barcamp-Guide raus. Und das Thema Community Management haben 3 von 6 genannt. Also das wird dann sicher einer der Leitfäden sein, die wir dann fokussieren werden, auf jeden Fall im nächsten Schritt. Ja, Kirchturmglocke. Genau, dann 6. Punkt, vorletzter, ist die Idee, den Lernpfad in dem LernOS for You Guide da eine alternative Version zu machen. Jetzt mal hier im Blog Office 365 Version genannt. Also sprich, im Moment sind ja die Übungen recht neutral formuliert. Ne? Ob ich das in einem Social Intranet umsetze, wo mein Profil ist, oder eine LinkedIn-Seite verwende, ist da erstmal offen gelassen. Ja, die Idee ist hier jetzt quasi die gleichen Übungen nochmal zu nehmen, die aber auf Office 365 zuzuspitzen, ne? Wo es dann halt um das Delph-Profil geht,
oder im Bereich Getting Things Done, um wie mache ich meine Aufgabenlisten in Microsoft To-Do zum Beispiel oder wie kann ich Planner nutzen für OKRs. Und wenn wir jetzt, wenn diese zwei nächsten Lernpfade, BDD, OKR, fertig sind, sozusagen auf die Agenda nehmen, das ist wahrscheinlich Version 1.5, dass man sagt, man schreibt mal die Übungen nebeneinander und guckt sich dann in der zweiten Spalte an, wie kann man die Übung leicht umformulieren, dass da ein Office 365 Edition draus wird, weil da einfach viele gerade nachfragen, ne, wie kann ich die LernOS Leitfäden verwenden für Office 365 Adoption. Und ich fand ja auch noch einen guten Punkt, da hat der Winnie auch darauf hingewiesen im Beiratstreffen, dass man so ein bisschen auch noch rausarbeitet, was es für Alternativen gibt, diese Guides zu nutzen, neben der Durchführung in Circle, also neben diesem rein selbstorganisierten. Wir haben Guide heute schon drin, aber vielleicht ein bisschen zu versteckt noch. OKR kann ich natürlich für mich alleine praktizieren, ohne dass ich einen Circle um mich herum habe. Die Julia von SMA hat erzählt, dass sie den Guide verwenden, um da draußen ein Reverse-Mentoring-Programm zu machen. Man kann irgendwie die Inhalte verwenden, um einen MOOC draus zu schnitzen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ausspielformate und da muss man sich hier noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man das in den Inhalt des Guides reinbekommt, aber das haben wir auf jeden Fall mal mit auf die Taskliste genommen. Ja, sorry, das hatte ich vergessen. Aber jetzt mache ich den kurzen Break. Gibt es da irgendwie zu dem, was war? Fragen? Soll ich zu irgendwas noch was sagen? Oder Anmerkungen? Fehlt was? Ich nehme mal ein Stück Wasser so lang. Höchstens noch eine Ergänzung von meiner Seite. Das hat mich freundlicherweise angefragt. Wir sind gerade dabei, einen Achtsamkeits-Lernpfad zu basteln, über 12 Wochen auf Basis von LernOS. Und der nimmt inzwischen Gestalt und Strukturen. Und ich vermute mal, dass man im September oder so vielleicht die ersten Dinge dann schon vorzeigen kann. Genau, ich habe dich da unten auch draufgeschrieben. Nachher nochmal mit ein bisschen mehr Raum, mehr Minuten zu Wort, wenn du magst. Okay, dann schaue ich mal kurz über die, was wird, also was kommt. Ich hatte schon angedeutet, das war eine der Aufgaben, die wir uns aus dem Camp mitgenommen haben, quasi den LernOS for You Guide zu ergänzen, um Lernpfade zu Getting Things Done und OKR. Ich suche hier mal gerade, ich war auf der Zugfahrt, hat auch so ein bisschen schon gebastelt. Aber ich glaube, da brauchen wir so ein bisschen Instrumente quasi. Was bedeutet das, wenn ich jetzt mehrere Lernpfade habe? Da werde ich auch nochmal einen Post dazu schreiben und Feedback einsammeln. Aber die Grundidee ist ja quasi, dass LernOS eben nicht nur aus einer Methode besteht, sondern man diese Sprints hat mit Scrum und dann eben Objective Key Results, Getting Things Done und Wall. Und das Ziel quasi ist, alle Skills zu entwickeln, die ich für selbstgesteuertes lebenslanges Lernen brauche. Und in welcher Reihenfolge ich das angehe, liegt letztendlich bei mir. Jemand, der vielleicht Wall schon gemacht hat und zu LernOS stößt, macht halt dann GDD-Lernpfad, OKR-Lernpfad. Und da bin ich so ein bisschen am Überlegen, wie man das in den Leitfaden reinbringt, dass Leute sich das so selber konfigurieren können, dass man entscheidet, welchen der Lernpfade durchläuft man jetzt im nächsten Sprint. Aber wie gesagt, das ist nur so ein Blick in die Werkstatt. Das kommt nochmal ein bisschen ausführlicher in einem der nächsten Community Calls. Genau, ich kümmere mich darum, diesen OKR-Lernpfad, damit ihr das auch mal gesehen habt, da entstehen eben so einzelne Dokumente, da ist der auch schon drin, müsst ihr jetzt nicht lesen, da gibt es eben genauso auch eine Woche 0 und dann halt Woche 1 bis 11 mit Katas, da sind wir jetzt gerade am Schreiben und am Abstimmen. Ziel hier ist, dass wir da eine erste Version haben bis zum nächsten Release, also LernOS Guide for You Version 1.4, die am 17.09. rauskommt, also kurz nach dem Corporate Learning Camp. Genau, und Alex kümmert sich um den Getting Things Done Lernpfad. Magst du auch was zu erzählen? Genau, da bin ich noch nicht ganz so weit wie ihr im OKR, aber da habe ich schon ein geistiges Gerüst und relativ viele Zettel, wo ich mir draufgeschrieben habe, welche Cutters es denn geben könnte und welche Methoden wir da anwenden wollen und was in welcher Reihenfolge Sinn macht. Da hat man wahrscheinlich wie beim OKR auch das gleiche Problem, dass man also die Methode dann irgendwie in einem Rutsch durchmachen muss. Das heißt, man eignet sich erstmal die Grundlagen an und dann muss man das einmal zusammenbauen, was man da so machen will, seine Dinge zu sammeln, die dann einzuordnen und so. Um das dann mal funktionieren soll, muss ich aber alles einmal verstanden haben, was ich da machen will. Und das ist didaktisch nur so ein bisschen so die Herausforderung, in welche
Zeiteinheiten man sich das so zusammenschreibt. Und jetzt bin ich ja selber noch in meinem Circle in der Woche 11. Und den habe ich jetzt aber fast fertig und meine Ziele da auch so weit erreicht, dass ich mich jetzt auch mein Urlaub beginnt, voll oft darauf konzentrieren kann. Und ich bin da im Moment noch guter Dinge, dass das auch mit dem Termin noch was wird. Sehr cool. Ja, ja, gut, ich meine, letztendlich haben wir halt eine Basisversion dann da drinnen. Ne? Ja. Ich habe so für mich als Ziel, dass man vielleicht nach der 1.4 noch eine 1.5 hat, wo man das nochmal ein bisschen feilt, vielleicht eine 1.6 noch. Dass man dann, dass man dann halt verstanden hat, wie das wirklich funktioniert und dann wird es irgendwann früher, also erste Halbjahr nächstes Jahr, eine 2.0 geben, wo das dann mal quasi sauber irgendwie durchexerziert ist. Ja, man muss sich halt überlegen, man kann ja die volle Ausbaustufe sich überlegen, ja, das ist eben alles anzuwenden, was der David Allen da so vorschlägt, ja, oder das werden wahrscheinlich die allerwenigsten dann auch so durchhalten, weil das wirklich ein Riesenpaket ist, aber es gibt viele kleine Dinge und viele kleine Hacks und Workarounds, die man so in sein Organisationsarbeitsleben einbaut und damit ist auch schon viel mehr geholfen. Ja, genau. Ja. Sehr cool. Ja, da wird es dann Leute geben, also der die ganze Sketchnoter-Truppe hat mich schon angefunkt, die würden gerne ihren nächsten Circle quasi mal Getting Things Done ausprobieren. Also für beides gilt, in dieser frühen Phase, wo wir sind, wird es dann Tester brauchen, die das einfach mal ausprobieren, eben, dass man das entsprechend anpassen kann. Nur da sind wir jetzt dann eben in einer sehr frühen Phase, was diese Lernpfade angeht. Genau, Podcasting Guide, Barcamp Guide. Barcamp Guide, den schreibe ich ja zusammen mit dem Karl-Heinz Pape. Der ist jetzt gerade im Einsatz. Planung Corporate Learning Camp, hoffentlich auch bald im Knowledge Camp. Andreas Matern habe ich bei den Teilnehmern gesehen, der wird mich jetzt gleich prügeln. Da sind wir leider wegen unserem Camp und jetzt auch wegen Corporate Learning Camp, weil da so ein paar Sachen stressig sind aktuell, noch nicht so weit, dass wir die 01 veröffentlicht haben. Ich würde aber trotzdem jetzt mal ganzen Inhalte, die im Moment da sind, schon mal ins GitHub-Repo pushen, damit man da sozusagen schon mal drauf aufsetzen kann, halt mit dem Hinweis, 0.1 ist sehr Alpha, also sehr unstabil noch. Podcasting Guide haben wir ja eine Version 1.0 schon. Ich habe mal so einen Tweet verlinkt hier. Moment, geht der? Einsatz bei Porsche. Also es gibt einige Firmen, die quasi ihr, ihr Podcasting da drauf aufsetzen schon. Gibt es ja auch die Sketchnotes dazu. Und da gibt es jetzt die Idee, so ein Google Doc zu haben mit dem Leitfaden drin, wo alle, die im Corporate Podcasting unterwegs sind, ihr Feedback eintragen können, sodass wir den damit eben auf die nächste Version bringen können. Veranstaltungen im 20. September startet das erste LernOS Dojo und Meetup in Nürnberg. Freitag, 20.09. ist das. Da ist hier ein Eventbrite-Anmeldung verlinkt, ist kostenlos, hat 24 Plätze, glaube ich. 7 oder 18 schon weg. Dojo deswegen, weil das startet quasi früh 10 bis 12 Uhr in so einem klassischen Dojo-Modus, also wo Leute kommen, die LernOS vielleicht noch gar nicht kennen, wo wir eben so mal reingehen, das erklären, mal erste Übungen gemeinsam macht, dann um 12 gemeinsam Mittag isst und den Nachmittag quasi 13 bis 15.30 in einzelnen Slots hat. Das jetzt, wo man Sachen vertiefen kann, da haben sich jetzt schon welche gemeldet, die würden gerne Nachmittag mal Zugriff auf ein Podcast-Studio, um das auszuprobieren. Einer hat sich gemeldet, hat gesagt, er würde gerne was Grafisches machen für den Guide, also da ist dann auch Luft, um an Themen zu arbeiten. Also das ist jetzt so ein Format, wo wir mal ausprobieren, quasi auch ein physisches Treffen für die Community, neben so einem großen wie dem Camp anzubieten. Wir kommen nachher noch dazu, da gibt es dann auch schon ein zweites in Österreich. Das kommt dann hinten bei den Community-Themen. Genau, ansonsten Corporate Learning Camp, 12. und 13. September, habe ich ein paar Mal schon erwähnt, in Koblenz. Leider schon ausgebucht, wer noch kein Ticket hat, wird es dieses Jahr nichts mehr. Aber da wird es eine LernOS Assembly geben, also da haben wir eine Anlaufstelle, wo man hin kann, auch mit einem Podcasting-Tisch. Das sind wir sozusagen als Community ein Tisch in dem ganzen Camp. Das Gleiche, ich springe eins weiter, auch im Knowledge Camp 2019, 21. bis 22. November erst, ist ein Tag nach dem Wallcamp in Berlin. Da gibt es für die, die in Berlin sind, am Vorabend, also 20.11. abends ab 19.30 Uhr, ein LernOS Meetup, das steht da falsch, nicht Assembly, sondern Meetup, in der Digital Eatery von Microsoft. Das ist unter den Linden, also recht zentral gelegen. Da machen wir so 2-2,5 Stunden Meetup dort. Genau, und es gibt vom Thomas Mandl, die wir im Camp waren, haben den kennengelernt. Der hat es geschafft, sozusagen über die VHS Cloud ein Webinar zu platzieren, das hier auch verlinkt ist.
was jetzt schon in die ganzen Kataloge aller Volkshochschulen in Deutschland gepusht wird. Ein LernOS-Webinar für alle sozusagen. Unglaublicher Preis von 5 Euro. Und das wird sozusagen verteilt über alle 900 Volkshochschulen in Deutschland. Der Gerrit aus dem Beirat, der hat auch irgendwie mit dem Präsidenten des Deutschen Volkshochschulverbunds diese oder nächste Woche einen Termin, wo sie da nochmal drüber sprechen werden. Also das wird eine ganz interessante Geschichte, um sozusagen LernOS so in die Breite zu bringen und da auch nochmal Feedback von Leuten, die vielleicht überhaupt nicht so nahe an der Community sind, ne, und die jetzt vielleicht da über Texte stolpern und dann da auch nochmal so, da die Daniela schreibt, bin ich bereits angemeldet, sehr gut. Also da bin ich schon sehr gespannt, was wir da dann zu hören kriegen, ne? Von cool bis zu auch versteh man nicht, ist alles viel zu sehr noch Business-Sprech. Das wird ein wichtiger Feedback-Kanal quasi werden. Genau, so viel dazu. Habe es geschafft, in der halben Stunde zu bleiben. Und jetzt haben wir es ja immer so gemacht, dass wir unten in den Kommentaren gesammelt haben, wer irgendwie Themen hat, um die kurz vorzustellen oder drüber zu sprechen, beziehungsweise mich angemeldet, haben auch einige. Ich weiß nicht, Gerrit, bist du schon da? Den höre ich noch nicht. Da hat er aber letzten Freitag auch Schwierigkeiten einzuwählen. Die Annika ist aber wahrscheinlich noch da, ne? Ich bin da, ja. Sehr gut. Dann kannst du vielleicht ein bisschen was zu diesem sehr schönen Buch erzählen. Faszination New Work, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht ein bisschen, weiß ich, was die Vorgeschichte war. Ich habe auch das andere Buch da. Kann dir auch beide zeigen. Ja, sehr gut. weil Alja nämlich sehr cool irgendwie diesen Prozess moderiert hat, wie sozusagen aus, keine Ahnung, 30 bis 50 Leuten mit wilden Ideen wieder irgendwie so ein Buch zwischen zwei Blättern toter Baum raus wird. Genau. Ja, schön. Es hat sich im Prinzip ergeben, auch weil drei Leute die Idee hatten, okay, wir möchten in kürzester Zeit was machen, wofür man normalerweise traditionell viel länger braucht, nämlich ein Buch schreiben mit all den wichtigen Themen. Da gab es ja 4 Jahre zuvor schon mal eins, das ist eben das, was der Simon eben gezeigt hat, dieses HR Innovation, auch zu ähnlichen Themen. Ich war damals noch nicht beteiligt. Simon, du warst dabei, korrekt? Genau, da war die Steffi Krügel und so, ne? Inside genau. Innovations. Ja. Genau. Und die Idee war eben, wieder sowas zu machen zum Thema auch Richtung, okay, die Herausforderung der neuen Arbeitswelt, wie kann man die Rolle von HR in Unternehmen weiter stärken, auch das Thema Unternehmenskultur und zu einer Faszination New Work machen. Was wir im Vorfeld überlegt haben, gesagt haben, okay, niederschwelliger Einstieg, ein Wochenende. Und ich habe das zusammen mit 2 anderen Organisatoren gemacht. Was haben wir im Vorfeld gemacht? Im Prinzip uns die Themen überlegt, die wir sagen, okay, was möchten wir abbilden, damit wir sagen können, okay, wir können wirklich ein Experten-Thema dazu rausbringen. Und haben dann geguckt, okay, welche Experten passen gut dazu an der Stelle, was kann man reinbringen. Und haben Rahmen gestellt, das heißt, wir haben eine Location gestellt, wir haben vorher ein Netzwerk gemacht, wir haben Autorenleitfaden zur Verfügung gestellt und haben dann quasi Wochenende Ablauf gemacht, haben uns angefangen, Freitagabend zu treffen, um uns kennenzulernen. Einige kannten sich schon untereinander, viele kannten sich noch nicht und es ist ja genauso wie bei den Camps immer ziemlich wichtig, um da ein Vertrauen herzustellen und die Vorgehensweise zu planen. Was wir noch gar nicht hatten, also manche Autoren oder Leute, die beteiligt waren, hatten schon eine ungefähre Vorstellung von dem, was sie schreiben möchten, war auch im Vorfeld schon ein bisschen abgestimmt. Manche sind ohne Vorstellung rein. Wir hatten zum Beispiel, wir wollten gerne das Thema Arbeitsrecht abgebildet haben, da war aber noch nicht ganz klar, um was geht. Ich hatte auch verschiedene Themenschwerpunkte und da haben wir uns am Samstagvormittag zusammen tatsächlich Zeit genommen und gesagt, okay, wie wollen wir es machen? Wir hatten eine Vorlage, haben ein Canvas gemacht tatsächlich, das jeder ausfüllen musste, um sein Thema vorzustellen, zu sagen, okay, um was soll es gehen? Und daraus sind dann die einzelnen Themen entstanden. Das Wochenende selber haben wir sehr selbst organisiert gelassen, das heißt, die Leute, wir haben hier relativ viel Platz gehabt, wir hatten verschiedene Räume, wir haben einen Raum genommen zum Treffen, wo wir auch alle Autorenprofile an der Wand hatten, damit man sich untereinander vernetzen kann und wo wir quasi uns immer wieder getroffen haben für allgemeine Dinge. Ansonsten hat es jeder nach seinem Tempo in der Form gemacht, wie er es leisten wollte. Es haben sich auch Leute zusammengetan, es hat sich ergeben, dass Leute zusammen Artikel schreiben darüber,
und sich immer wieder ausgetauscht haben. Und wir haben als Organisatorinnen eigentlich in diesen Fluss so gut wie nicht eingegriffen mit irgendwelchen kreativen Dingen, sondern haben das Ganze im Fluss gelassen. Wir haben nur mal, wir hatten eine Zeitjournalistin dabei, die eben Tipps gegeben hat zum kreativen Schreiben, gegen Schreibblockade. Und ansonsten haben wir es offen gelassen. Was uns dabei sehr geholfen hat, im Übrigen auch, weil ihr es vorhin über Sketchnoting hattet, wir hatten eine Sketchnoterin dabei, die Melanie Zucker, die ist Visual Coach. Und es war für uns ungeheuer hilfreich, dass sie quasi manche Prozesse begleitet hat. Und sie hat auch Teams untereinander quasi durch die Visualisierung zum Thema hingeführt, um klarzumachen. Also das vielleicht am Rande da ganz interessant. Ja, das soweit zum Wochenende. Was das Spezielle war vielleicht, wie wir es gemacht haben, um zu sagen, okay, wir wollen eine gewisse Qualitätssicherung haben. Wir haben uns entschlossen dazu, wie wollen wir das Ganze natürlich aufsetzen. Ich meine, man kann sagen, okay, wir hätten ein E-Book draus machen können. Wir als Community, die daraus entstanden ist, haben uns entschlossen dazu, dass wir sagen, okay, wir möchten gerne einen Verlag dafür gewinnen, weil wir einfach nach außen auch zeigen wollen, wie man in einem offenen Format rein intrinsisch motiviert gemeinsam was schaffen kann und ein gutes Gesamtergebnis, was in sich stimmig ist. Und konnten den Springer Verlag eben dazu gewinnen und haben dann im Prinzip alles Weitere die Weichen dafür gestellt. Qualitätssicherung ist erfolgt. Wir haben ein Buddy-Prinzip angewendet. Das heißt, jeder sollte sich am Wochenende einen Buddy suchen, der nochmal den Text gegenliest. Beziehungsweise waren natürlich noch nicht alle am Sonntag fertig und wir hatten im Nachgang einen ziemlich strikten Zeitplan, wann die Leute zu liefern hatten und haben mehrstufiges Lektorenkonzept drangehängt, dass dir wirklich nochmal gegencheckt war, also okay, wie schaut es an der Stelle aus. Und hatten natürlich auch den Vorteil durch die Sabine Hoffling, die Journalistin, die dabei war, die sich bereit erklärt hat, das Gesamtlektorat zum Schluss wirklich zu übernehmen und nochmal über alles durchgeschaut hat und einfach weiß, okay, worauf musste sie achten. Das war so vom Komplettablauf im Prinzip. Und was uns eigentlich daran gefallen hat, was das Besondere war, ist, dass wir diese Faszination New Work, von der wir sprechen, quasi gelebt haben. Ja? Also einige konnten selber mit den Begrifflichkeiten noch nicht viel anfangen. Diese neue Arbeitswelt, die Themen, im Prinzip das, was hier bei LearnOS auch läuft, wirklich darin gelebt und zu einer Faszination gemacht, festgestellt, dass der Weg eigentlich das Ziel ist. Es geht darum, natürlich alle gemeinsam das Ziel zu haben, dieses Buch in der Hand zu haben. Aber Simon, ich weiß nicht, wie es dir auch vielleicht beim ersten ging. Das Thema war tatsächlich einfach das, was auf dem Weg passiert ist und sich dadurch wieder für neue Kontakte ergeben haben und neue Dinge ergeben haben. Wir sind jetzt zum Beispiel mit einem Teil dabei, dass wir sagen, okay, wir möchten gerne ein Spiel daraus weiterentwickeln. Also ganz viele neue Impulse, die daraus entstanden sind. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir das Ganze vom Inhaltsverzeichnis, vom Aufbau, ich weiß nicht, ob man es sieht. Kann man sehen, Form, ja. Genau, wir haben das Ganze als, also die Employee Journey, quasi die Reise des Mitarbeiters durchs Unternehmen, als so eine Unendlichkeitsschleife gemacht und haben quasi hier diese 7 Sektionen vom Finden, also wie kommt ein Mitarbeiter in ein Unternehmen, wie werden Bewertungen oder Entscheidungen getroffen und dann, also man sieht auf der linken Seite quasi außerhalb des Unternehmens, rechts innerhalb des Unternehmens, die einzelnen Schritte, die man außerhalb hat und innerhalb in der Kultur, also vom Gestalten, Lernen und Wachsen, um daraus wieder die Rückschlüsse zu ziehen, okay, welche Mitarbeiter brauchen wir eigentlich, wie kann man als Markenbotschafter agieren und so weiter und so fort. Und haben es geschafft, dass wir die Inhalte, die wir haben, quasi in diese Kapitel bringen und in diese Sektionen aufteilen und somit die Komplettreise quasi abgebildet haben. Genau. Das so zum Kernelement an sich dazu. Ja. Genau. Was ist noch von Interesse? Simon, magst du noch irgendwas ergänzen? Ne, ich kann es vielleicht ein bisschen aus der Autorensicht ergänzen, weil ja. Gerade das, was du so als Rahmung genannt hast, fand ich halt sehr wichtig. Ne? Schon, dass man irgendwie selbst organisiert schreiben kann, aber man hatte immer das Gefühl, Leitplanken zu haben, jemand, der Lektorat macht, einen auf Wording hinweist, auch auf Deadlines hinweist, auch das ist wichtig. Und du hattest jetzt gerade, bist sehr stark eingegangen auf diesen physischen Ort, wo wir zusammen geschrieben haben. Ich finde nochmal wichtig zu erwähnen, die digitale Seite, also sprich das Google Drive, wo quasi die ganzen Stände lagen, wo jeder seine Einverständniserklärung ablegen mussten, wo die geskribbelten Grafiken lagen und aber auch Slack, was wir halt an der einen oder anderen Stelle mal recht gut zum Glühen gebracht haben, um halt Abstimmungen darüber zu fahren. Also ich finde genau diese
Kombi aus. Man trifft sich physisch, man bespricht Sachen, die halt face-to-face besser gehen. Und das setzt sich aber dann fort, eben wie du sagst, New Work digital, eben auch ins Digitale, und man arbeitet da dann viel besser und effizienter zusammen. Also nicht das eine nur oder das andere nur, sondern eben beides zusammen. Beides zusammen. Ich glaube, auch ohne dem einen oder dem anderen hätte es nicht funktioniert. Ja. Also genau. Ich glaube, es ist genau diese Schwelle, die man nicht hat, durch dieses einfache Miteinanderarbeiten, in Echtzeit miteinander auszutauschen, gleichzeitig eine Kommunikationsplattform zu haben, hier wirklich schnell alle Leute erreichen zu können, das ist sicherlich genau das Thema. Ja, und ich glaube auch, ich habe es damals zur Steffi schon gesagt, bei dem ersten Buch, so diese Methode, ne, das ist so ähnlich wie Hackathon oder manche nennen es Book Sprint, ne, habt ihr es jetzt genannt. Mhm. Ich glaube, es gibt gerade in Organisationen ganz viel so Fälle, wo man schon seit Jahren sagt, wir müssten eigentlich mal ein gutes Projektmanagement-Handbuch schreiben oder ein Personalhandbuch. Ich glaube, das wäre genauso eine Methode, wo man ziemlich schnell mit ein paar Leuten auf dem Haufen mal eine erste Version erzeugt und das nicht als Idee Jahre vor sich hin dümpelt. Richtig, also, absolut. Ja. Das fände ich spannend, auch nochmal quasi so Booksprint als Methode darzustellen. Richtig, also das ist genau das Thema auch in Unternehmenskulturen oder Wissenssicherung. Ja, wenn man jetzt die Generationsthemen hat, wie kann man Wissen im Unternehmen halten von Leuten, die vielleicht gehen und so weiter. Also gibt es diverse Anwendungsfälle, wo sich sowas wirklich gut eignet. Und es ist ja immer die Frage, ob dieses Buch am Ende über einen Verlag rauskommen muss oder das Ergebnis weiterhin fließend ist. Aber ich finde genau die Kombination aus dem Wissen festhalten und den Leuten und den neuen Aspekten, die daraus entstehen, wie du gesagt hast, dass du mit dem Tobi eben da erstmal den Kontakt darüber bekommen hast oder dass man überhaupt weiß, wen es denn noch alles gibt zu den Bereichen und sich daraus wieder neue Potenziale oder Themen ergeben. Ja. Das ist unglaublich viel wert. Mal die Seite aufgemacht, Wikipedia macht es ja mit den Schreibwettbewerben auch, ne? So, weil du Wissenssicherung sagst, dass man in regelmäßigen Abständen mal sagt, was fehlt eigentlich noch in unserem Wiki, und dann eben, finde ich, genau das, was das Buch macht, ist, du hast eine Deadline und sagst, bis zu dem Termin müssen wir es jetzt mal fertig haben. Mhm. Ja, gefühlt war irgendwie das Buch eher wie so ein Badge. Also es war schön in der Hand zu haben, aber eigentlich kannte man schon alles, was drin ist. Aber ohne das Buch wäre es, glaube ich, nicht entstanden als Inhalt. Richtig, ne? Stimmt. Das ist genau. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Gut, hat sonst jemand noch Fragen dazu oder Anmerkungen? Okay, super. Dann würde ich Folgendes machen. Wir hatten ja gesagt, alle, die am LearnOS Camp waren und ihre Lessons Learned dokumentieren, nehmen an einer Verlosung von, ich habe sie hier neben mir liegen, Moment, ganz kurz in die Kamera, einer dieser 5 Bücher teil. Doro und Annika haben die freundlicherweise gesponsert. Und ich glaube, wir brauchen keinen Notar. Ihr glaubt mir, dass ich die Namen derer, die da reingeschrieben habe, hier auf dem Zettel habe. Und ich tue jetzt hier einfach mal 5 Stück raus und würde die oder denjenigen bitten, mir dann einfach eine Postadresse zu schicken, und dann geht es um die Post. Das ist die Hertha Schuster, ist sogar hier, kann man gleich schreiben, der Frank Edelkraut, der Werner Stockinger, habe ich auch gesehen hier schon, deine Postadresse habe ich, wenn es an die Firma geht, Mick Müller und Lars Bartschert. Also vielen Dank euch, dass ihr die Bücher bereitgestellt habt. Gerne und herzlichen Glückwunsch an die Genau. Ja. An die Gewinner. Applaus, Applaus. Okay, dann gucke ich mal weiter. Der Clemens war da. 23.10. erstes LearnOS Meetup in Wien. Ja, genau. Das ist, schnell erzählt. Ich war ein bisschen überrascht in München, dass eigentlich Österreich ganz schwach vertreten ist, aber das deckt sich auch mit meiner Einschätzung, die in der Szene, das ist sowohl Working Out Loud als auch LearnOS eher unbekannt ist. Das war da. Also wir haben dann dort am Treffen eigentlich dann entschieden, dass wir da wahrscheinlich ein bisschen mehr Sichtbarkeit zusammenbringen müssen. Und dann haben wir, mein Bruder mit dir geredet, Simon, haben jetzt da den ersten LearnOS-Meetup mal gestartet. Das ist jetzt letzte Woche online gegangen. Wir haben immer schon 15 Teilnehmer, die schon in der Gruppe sind, und schon 9 Anmeldungen für den 23. Oktober. Und freuen uns darauf. Es ist auch gedacht, ein bisschen so zweiteilig zu machen, einerseits ein bisschen zu schauen, mal zu erzählen, was es ist, weil da gibt es unser Eindruck, oder auch die, die jetzt schon sich da interessiert haben, wissen da wenig. Und dann auch einen Erfahrungsaustausch zu machen und auch dann zu schauen, dass wir das auch wiederholen können und das in regelmäßigen Abständen, dass wir ein Meetup zustande kriegen. Das ist einmal der Plan und ja. Das heißt quasi, wer Bekannte, Verwandte, Freunde, Niederlassungen irgendwie oder Einzugsgebiet hat, einfach den Link auf die meetup.com-Seite schicken.
Genau, das wäre super. Also da, wenn es da Kontakte gibt, also es scheint noch da noch wenig Vernetzung zu geben hier. Und es könnte ein guter Startschuss sein dafür. Also ich bin dankbar für alle Verteilungen, die es gibt in eure Netzwerke. Perfekt. Bis Oktober ist auch noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Plätze habt ihr? Wie viele können maximal? Wir waren da reden. Ich weiß nicht, was wir reingeschrieben haben. Was haben wir es? Ja, haben wir 30, glaube ich, gesagt. Aber also das Platz haben wir da, das geht leicht. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe auch für das Dojo und Meetup hier in Nürnberg angefangen, so eine Basispräsentation, so eine Webpräsentation zu machen, durch die man flippen kann. Da würde ich euch auch den Link mal noch sharen. Können wir mal gucken, ob ihr sowas brauchen könnt. Ne? Und wie gesagt, unbedingt, Angebot war ja, Leitfäden sind vom Camp noch übrig. Sagt mir einfach Bescheid, Postadresse und wie viel ihr braucht, dann schicke ich die auch raus. Mhm. Genau, wir würden ein bisschen schauen, wie sich das noch aufbaut und dann können wir noch Ende September mal schauen. Ja, genau, da ist auch noch ein bisschen Zeit. Okay, sehr schön. Danke dir. Und viel Erfolg schon mal vorab. Danke. So, dann weiß ich nicht, Leonid, bist du sprechbar? Umzug, Circle Finder App in die Vault Domain? Ja. Ah, da. Sehr gut. Sehr gut. Hallo zusammen. Dann schieß mal los. Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern ist es angekündigt. Circle Finder, der bisher unter circlefinder.app findbar war, leitet jetzt weiter auf circlefinder.workingoutloud.com. Genau, mal ganz kurz. Ich glaube hier. Also, genau, der Circle Finder war jetzt ein eigenständiges Projekt, ist jetzt ein Teil von Working Out Loud. Das leitet jetzt um und ist sozusagen dann ein Teil von WOL. Hat jetzt das Branding von John übernommen. Und an sich ändert sich aber nicht viel dort. Also von der Funktionalität wird es jetzt hier keine extra Working Out Loud Funktionen geben. Also das bleibt so, wie es ist. Zumindest Stand heute haben wir dem John auch festgehalten, dass sich das Ding jetzt erstmal nicht ändert, weil ich eben dafür keine Zeit habe, sondern er übernimmt die Seite. Und ja, das Letzte, was ich gemacht habe, war praktisch das so ein bisschen vom Design an seine Seite anzulehnen. Es wird vermutlich irgendwann mal, ich vermute mal, aber nicht innerhalb dieses Jahres, eine neue Version vom Circle Finder geben. Also das hat dann nichts mit mir zu tun. Das macht dann John irgendwie also eigenständig und das wird dann eine komplett WOL-zentrierte Geschichte sein. Also jetzt ist es das Gleiche, was es früher war. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Lerner-Circles da drin. Also die ganzen Daten, alles ist übernommen worden. Mhm. Und ich habe auch John gestern nochmal gefragt. Er meinte, der sieht da jetzt kein Problem, wenn jemand einen Circle startet, quasi nach einer anderen Methode. Genau, also das wird halt aber alles WOL-zentriert sozusagen sein. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich den Circle Finder damals so entworfen habe, dass er jetzt per se keine WOL-spezifischen Features hatte, könnt ihr den genauso weiter nutzen wie früher. Also meine Absprache mit John war, dass er das jetzt hat, das wird gebrandet für WOL, aber für die User wird sich nichts ändern. Ja. Das heißt, das Ding ist weiterhin genauso verfügbar, wie es früher war. Ich meine, es kann auch nicht irgendwie bezahlbar werden oder sowas, weil diese Funktionalitäten gibt es da drin nicht. Das ist doch die Idee. Das Ding ist wirklich die gleiche Software. Die einzige Änderung gibt es ja noch. Also der Circle Finder ist per se, der alte sozusagen, der jetzt online war vor einigen Tagen noch, den gibt es auf GitHub als Open Source zu nutzen. Diese neue Version, die, wie gesagt, aber eigentlich nur das neue Branding enthält. Also die hat von den Funktionen nichts Neues bekommen. Das gibt es aber nicht mehr. Also das ist nicht mehr Open Source. Aber das, was auf GitHub noch steht, ist halt offen. John hat da erstmal die Idee gehabt, dass es vielleicht nicht so gut ist, aber ich meinte, Open Source Projekt ziehe ich wieder zurück. was auch keinen Sinn hat, weil es geforkt wurde, aber er meinte dann, ja, das recht ist okay. Also wenn jemand das Ding nehmen möchte, man kann halt einen Lernlos Circle Finder starten, parallel dazu, da spricht nichts dagegen. Nur wie gesagt, die Änderung, die dazu kam, die gibt es nicht mehr. Ja gut, es gibt ja aktuell quasi kein Entwicklungsteam, was sich um Maintenance kümmern könnte. Ne? Also man könnte es nehmen, as is, das ist dann was, PHP oder auf was basiert das? Ja. Das ist PHP, genau. Man braucht eine Datenbank dahinter. Also im Grunde hat das die gleichen oder ähnlichen Voraussetzungen wie so ein WordPress, was du installierst. Das läuft auf jedem x-beliebigen All-Inkle-Server zum Beispiel wie bei mir. Ja. Ohne irgendwelche Besonderheiten.
Und so wie das ist, wie gesagt, vor ein paar Tagen war das immer noch die gleiche Version, das hat genauso funktioniert. Was jetzt so neu hat, das sind wirklich nur Kleinigkeiten, eben das Design, und unten sind dann so ein paar Links jetzt. Also dadurch, dass ich das komplett, wie soll ich das sagen, also nicht offiziell betrieben habe, hatte ich da keine Geschichten wie Datenschutz und so weiter. Dadurch, dass John jetzt natürlich das aber im Rahmen seiner Firma macht, ist das halt unten verlinkt. Diese Änderungen sind dazu gekommen. Aber per se, sage ich mal, wenn es jemanden gibt, der das gerne weitertreiben möchte, kann man das halt weiter benutzen für Circles anderer Art. Ja, was mich interessieren würde, mal, jetzt würde Rahmen des Termins sprengen, aber generell mal drüber zu sprechen, was so die Erfahrungen sind, die du gemacht hast damit, was das Gründen und Organisieren von Circle angeht, weil es gibt ja eigentlich, so wie ich es wahrnehme, zwei Möglichkeiten, wie man es machen kann, so wie Circle Finder bei dir, wo du sagst, einer macht eine Gruppe auf und jemand kann sich reinbuchen, was so in der Volkop, glaube ich, die Default-Lösung ist. Man hat im Wiki irgendwo eine Tabelle, wo sich auch mittlerweile einigermaßen standardisiert hat, wie da die Spalten sind. Und Leute tragen sich einfach alle untereinander in eine Tabelle ein und daraus wird dann so ein Matching gemacht, oder? Ist die Beobachtung richtig? Genau, es gibt zwei Wege. Also dieser Weg, das hatte ich damals, als ich noch bei Bosch war, genauso kennengelernt, dass da man konnte sich einfach eintragen in eine Tabelle, dass man Interesse hat. Man hat so die Eckdaten eigentlich eingetragen, wann und wo, Sprache und so weiter. Und dann haben Moderatoren Leute in Circles einsortiert. Das war eigentlich auch initial bei mir die Idee sozusagen hinterm Circle Finder. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, Leute haben dann irgendwie gesagt, brauchen wir nicht. Und das Gute ist halt, dass ich es nicht gemacht habe. Das braucht natürlich Moderatoren. Also wenn du niemanden hast, der das Thema betreut. Genau, ja. Dann hast du das Problem, wie wir jetzt bei VW haben, dass wir haben kein Circle Finder, wir haben halt in unserer Enterprise Social Network Community haben wir dort auch eine Tabelle, wo sich Leute eintragen können, aber die Maintainer davon haben jetzt nicht so viel Zeit, um das so ausgiebig zu unterstützen, wie zum Beispiel die Kollegen bei Bosch damals, und das führt dazu, dass einfach keine Circles entstehen. Ja. Von daher ist halt natürlich wäre eine sinnvolle Erweiterung vielleicht von so einem Finder auch die Möglichkeit zu sagen, ich gründe jetzt kein Circle, ich stelle einen Request auf. Ja. Und irgendjemand sortiert mich schon ein. Ist jetzt nur nicht implementiert. Ja, Magnus schreibt, so eine ähnliche Liste gab es im Vol-Wiki und scheinbar war es so, dass viele dann quasi von der Liste in Richtung Circle Finder abgebogen sind, oder Magnus? Verstehe ich das richtig, deinen Kommentar? Ja, also das haben wir gehabt, bevor die Lösung, oder vielmehr Leonid war wahrscheinlich gerade in der Entwicklung schon von der Lösung, da hat er seine Wolf-Wiki eingebaut und das hat er am Anfang, hat er schon sich sehr viele da auch eingetragen, haben sich tatsächlich auch Circle drüber gebildet, aber es ist eben das Problem, wenn sich keiner drum kümmert, da stehen halt dann irgendwie 10 Namen halt drin und man muss die irgendwie zueinander zuweisen und das war halt mit dem Circle Finder dann einfach wesentlich einfacher, als ich dann auch dann darauf verlinkt habe und es hat sich eigentlich seitdem keiner mehr wirklich da eingetragen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, langfristig wäre es schon schick, so ein für Lano Circle auch so einen Marktplatz zu haben. Ne? Leonid, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, was man sich so noch vorstellen könnte. Also wenn sich eine Gruppe bildet, dass man dann gleich die richtigen Links bekommt und vielleicht irgendwo auch einen Ort für Kollaboration aufgeht. Aber ich glaube, da bräuchte es mal ein kleineres Team, was vielleicht in zwei Schritten sagt, auf der einen Seite mal, was sind so die Lessons learned aus eher so einem tabellarischen Vorgehen und dann im Vergleich halt auch zum Vorgehen jetzt mit dem Circle Finder und da ein kleines Konzept macht oder so. Also falls sich da jemand berufen fühlt, gerne die Hand heben. Ich schaffe dieses Jahr sicher nicht. Also was ich auch John gesagt habe, du brauchst halt ein Team, was wirklich konsequent die Sachen betreut und brauchst Moderatoren, die auf Sachen aufpassen. Wir haben zum Beispiel beim Circle Finder jetzt viele Circles, die so verlassen sind, da muss sich einer drum kümmern. Also ohne richtige Moderatoren, also jetzt nicht technisch, sondern wirklich rein Community-Management-mäßig, ist es schwierig. Und das ist eher so ein Learning, was ich mitgeben kann. Wenn da keine Leute am Anfang da sind, lieber sein lassen und irgendwas anderes dazu. Zum Beispiel ein Circle Finder. Also wirklich, ich kann da jeden ermutigen, gründen gerne, lerne Circles in dem jetzigen VOL Circle Finder. Das ist kein Problem. Ja. Okay, super. Danke. Vielen Dank. Ja, der Gerrit ist noch nicht da. Wahrscheinlich schafft das nicht aus irgendwelchen Gründen. Dann weiß ich nicht, Hadi, magst du noch mal ein paar Takte mehr erzählen zu dem Mindfulness-Achtsamkeitsthema? Oder ist jetzt der Hadi auch ausgerutscht? Hadi.
Eigentlich ist er noch da, gemutet. Ich habe es gerade gemerkt, dass ich mich anmuten sollte. Ich habe zwar jetzt hier noch eine Slide, die lasse ich aber jetzt einfach mal weg. Du kannst gerne teilen, wenn du magst, das ist kein Problem. Nee, lohnt sich nicht. Was ich machen möchte, ist einfach ein Stück teilen, wie es dazu kam. Ein paar Enthusiasten kamen zusammen und sagten, sie würden gerne ihr Wissen über Mindfulness, ganz konkret auch Meditation, ein bisschen teilen. Das sind Leute, die auch als Graswurzel-Initiativen, sowas live oder auch virtuell, bei uns in der Firma oder in diesem Firmenverbund namens Siemens und Assoziierte auch anbieten. Und wir haben gesagt, Mensch, coole Sache, das könnten wir doch in so einen Fahrplan, in so einen 12-Wochen-Reise reinpacken. War ein großes Hallo. Spannend ist, und da knüpfe ich jetzt sozusagen an die Erfahrungen an, die ihr mit eurem Faszination New Work Buch gefunden habt, an dieser Stelle auch. Ganz viel Enthusiasmus. Wir kamen dann ganz schnell darauf, dass die Erwartungshaltungen und die Perspektiven der verschiedenen Menschen doch grundsätzlich andere sind. Das heißt, unsere Teilnehmer und Kontributoren, die Teilgeber, haben sich nochmal kräftig durchmischt, weil die einen wollten das gar nicht so, die anderen nicht. Tatsächlich hat sich jetzt herauskristallisiert, dass wir sowas, wahrscheinlich sogar mehrere solche Formate zusammenstellen müssen, so viel Material haben wir. Und das erste ist eben eine Intro für Menschen, die sich da insgesamt mal verorten mögen. Und wir werden uns ganz eng an Working Out Loud, an den Strukturen auch anlehnen. Das heißt, nach dem üblichen Check-in ganz stark auch mal darauf zu achten, dass die Menschen zueinander kommen, in Circle-Ways-Formate oder wie auch immer. Dann eine Übung, eine Kata wirklich gemeinsam, eine kleine, einfache gemeinsam durchzuführen und letztendlich dann über Erfahrenes berichten und dann im Prinzip die nächste Ausbaustufe den Leuten ein Stück weit nach Hause zu geben und beim nächsten Mal tauschen sie sich über die gemachten Erfahrungen aus. Die Struktur wird aber so sein, dass auch jeder, der nicht zu Hause üben kann, irgendeine Art Meditation oder was auch immer, der trotzdem aber den Anschluss haben kann, weil in der Stunde jeweils immer eine kurze, kleine Kata gemacht wird. Kannst du mal ein, zwei Beispiele für so Übungen? Also was macht man da dann konkret? Ja, beispielsweise die Rosinenübung, wo man eine Rosine mal mit allen fünf Sinnen versucht, sich vorzustellen, also visualisieren. Jetzt hören, ja, wie das klingt, wenn man Rosinen so auf dem Teller hin und her rotieren lässt, wie sie riechen natürlich, wie sie schmecken und wie sie sich anfühlen. Kann man das auch mit Schokoladentropfen machen? Ich mag keine Rosinen. Das geht sicherlich auch. Ist vielleicht nicht so eine Riesensauerei, aber du kannst natürlich auch mit Kieselsteinen tun. Sehr cool. Aha. Oder eben einfache Atemübungen, dass man mal so einen Kugelbauch, Kugelfischbauch trainiert, wo man mit Video vielleicht auch gegenseitig zeigen kann, wie das dann aussieht, dass sich hier da irgendwas aufbläht, wenn ich dort mit dem Zwerchfell atme und so weiter und so fort. Also da sind die Experten alle dabei. Ich bin da bloß Amateur. Ich halte ein bisschen hier die Struktur zusammen und werde ein bisschen die Technik anleiten, dass der ganze Content in Markdown geschrieben wird und so weiter und so fort. Super cool. Und hat er da grobe Idee für einen Fahrplan oder wann? Ja, der steht, bei uns heißt es auch Fahrplan. Wir haben die 12 Wochen eigentlich schon fast voll. Das synchronisieren wir uns ein bisschen mit den genannten Strukturen. Und ich vermute mal ganz schwer, dass wir vielleicht in einen Probelauf gehen Ende September oder sowas. Ah, super. Sehr schön. Könnt ihr ja, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, auch mit diesem GitHub-Prozess oder so, wenn ihr es da hinstellen wollt, euch melden. Und wenn wir es dann mal haben, können wir es gerne ein bisschen ausführlicher auch im Community-Call mal vorstellen. Das würde ich natürlich eben gerne tun, weil wir wollen es nicht notwendigerweise nur für uns behalten. Super. Und das nächste Projekt ist auch schon in der Mache. Beyond OKR sozusagen, also alles. Ja klar, alles dort stand, meine Bestimmung, Mission, Ikigai und wie sie alle heißen. Und warum SMART, die klassischen smarten Vorgehensweisen halt dann nicht mehr taugen. Okay. Da haben wir inzwischen so viel Material zusammen und glauben auch, dass man das im Circle-Format ganz prima hinkriegen kann. Dann schreibt ihr einfach den Beyond LernOS Guide und dann kann ich endlich in den Ruhestand gehen. So weit wollen wir noch nicht gehen. Alles klar. Super, danke dir. Ich gebe wieder laut. Ja. Hallo Hadi, das ist Rainer. Könnt ihr mich verstehen? Ja. Okay. Weil ich jetzt nämlich mein Headset abnehmen habe müssen. Ich habe im Chat dir einen Link zu einer Veranstaltung von Münchner Corporate Learning Community letzte Woche. Da ging es ums Thema Mindfulness und Achtsamkeit. Mhm. Und es waren einige Firmenvertreter dabei und ich war überrascht, traditionelle Konzerne, wie viel da schon
sehr weit fortgeschritten sind auf dem Weg. Also entweder findest du selber da Bekannte raus oder ansonsten kann ich dich mit den Organisatoren vernetzen. Super, danke Rainer, immer gern. Wobei man schon auch lernen muss, wenn man das Ganze nicht in ein Format ist, wie ihr das mit dem Buch gemacht haben, dann hat man einen weiteren Synchronisationspunkt, weil es auch klar, wenn du dann an einem Gewerk gemeinsam arbeitest, dann kommen diese ganzen vielen individuellen Vorstellungen erstmal alle unter den Hut und man ist ziemlich lang dabei, sich dann erstmal zu synchronisieren, also das Mission Statement oder der Mission Canvas. Absolut. Ja. Und insofern, ja, gerne. Genauso. Ihr seid ja nicht am Tag 1, also wenn ich jetzt mit irgendwas anfange, dann schaue ich mir erstmal, was die anderen so treiben, aber über den Punkt seid ihr schon hinaus. Ja, und wir haben da echte Profis, die auch das auch teilweise als Selbstständige neben ihrer Arbeit hier im Konzern auch anleiten. Cool. Das aus der Community, der Alfred Zedelmeier bei Audi, der treibt es dort auch. Der weiß würde sich sicher. Weißt du schon, okay, ja. Sehr schön. Sehr gut. Ja, 2 Minuten haben wir noch übrig. Gerrit ist nicht da. Ich weiß nicht, hat noch jemand ein Thema, was er gerne nennen oder announcen will oder eine Fragestellung? Ich hätte Werner, ich weiß nicht, ob ich gehört werde. Ja, sehr gut sogar. Ja. Es passt auch dabei, seit gestern bin ich mit einer Kollegin oder fange ich mit meiner Kollegin an, auch einen Lernpfad zu beschreiben. Wir haben ein Führungsentwicklungsprogramm. Und dort bieten wir auch Module an für neue Führungskräfte, hauptsächlich Teamleiter bei uns. Das sind Präsenzveranstaltungen und wir wollen die einfach ergänzen jetzt, sozusagen die Lernkette, durch so einen Lernpfad mit Themen, die aus den Modulen selber kommen. Also das könnten sein Probleme einfach, die gerade neue Führungskräfte haben. Wie gehe ich mit Konflikten um, mit schwierigen Situationen und so weiter und so fort. Und um den Einstieg ein bisschen, die Einstiegshürde zu nehmen, von der auch vorhin gesprochen worden ist, wollen wir erstmal ein 6-Wochen-Angebot machen. Mhm. Wir werden schon 12 Übungen vorbereiten oder 11, aber ein 6-Wochen-Programm ankündigen, weil Führungskräfte vielleicht immer sagen, oh, 12 Wochen sind uns zu lang. Und lieber in der auch Woche so. 7, genau. Ja. Genau, und in der Woche 7 dann eine Reflexion zu machen und abzufragen, wollt ihr weitermachen? Und dann hätten wir schon wieder Cutters, mit denen sie weiterarbeiten könnten, falls sich da welche finden. Ich kann da Mitte, Ende September wollen wir fertig sein und das erste Mal einsetzen. Da kann ich dann weiter berichten. Kann man Oktober oder November mal auf die Agenda nehmen. Ja, super. Ja. Könntest du nochmal ganz runter scrollen, Simon, bitte? Ja. Ich hatte. Hier runter ist ganz. Achso, der letzte Eintrag im. Okay, also. Genau, ich würde gerne einen neuen Circle Ende September starten und ich würde gerne so einen corporate-übergreifenden LernOS-Circle machen. Da ist einfach so das Angebot oder hier in die Runde, also jetzt eben ohne Circle Finder, sondern auf dem klassischen Weg mal Leute fragen. Also wenn irgendjemand Bock hat, Lust hat, mal einen 12-Wochen-Circle corporate-übergreifend dann virtuell teilzunehmen, kann er sich gerne mal bei mir melden. Das hast du, habe ich gerade gesehen, im Beiratschat gepostet. Ja, dann habe ich den falschen Chat benutzt. Können wir ausnehmen. Perfekt. Genau, dann meldet euch alle über Alex. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Sache und zwar vorgestern am Mittwoch haben sich ein LernOS-Stammtisch in München gefunden und es waren im Prinzip LernOS-Interessierte, die es nicht zum Camp geschafft haben, Helmut Hönsch und Co. Ja. Und dann war ich der einzige Teilnehmer des LernOS-Camps und haben sie mir ein Loch im Bauch gefragt, was da alles so lief. Und ein Feedback, was jetzt speziell für die VHS-Session vielleicht interessant sein könnte, kam von mehreren so, dass man trotz Lernvorerfahrung, trotz Wolf-Vorerfahrung, es sehr schwer fällt, in sich in die spezielle Terminologie von LernOS reinzufinden, weil man sozusagen wieder Vokabeln lernen muss. Was ist ein Kata, was ist ein Dojo? Ja. Dass das entweder erklärt wird oder vielleicht im Sinne von einem Glossar gleich vorne ab, kann man da sehr viel Verwirrung und Sachen gleich abfangen. Das war jetzt ein Feedback von Leuten, die einen LernOS-Circle gemacht haben und eigentlich schon in der Thematik drin waren. Und trotzdem dann Schwierigkeiten hatten. Ja, das ist ein guter Hinweis, ja. Also es gibt in diesem LernOS Core Repository gibt es tatsächlich schon einen Entwurf für so ein Glossar. Das ist aber noch so unrund, dass es noch nicht den Weg in die Leitfäden gefunden hat. Ne? Sieht man schon so, was so ein Sprint ist und so weiter. Da sind auch noch die alten Terminologien drin.
Also wenn du da irgendwie Beispiele gesammelt hast, was genau die Begriffe sind, über die man stolpert und so, gerne mir schicken, dann würde ich da ein bisschen... Kata, Dojo, Sprint, für die, die nicht agil sind, das waren die Wesentlichen. Ja. So nach dem Motto, für VHS muss man wahrscheinlich auch denken, gibt es denn da nicht ein deutsches Wort dafür? Gell? Ja. Naja, die Idee ist natürlich so ein bisschen die Hidden Agenda, die Leute in diese Töpfe ein bisschen reinfallen zu lassen, ne? Auch mal nach GitHub stolpern zu lassen, wenn das vielleicht auch für einen Controller vielleicht eine komische Plattform ist. Aber du hast recht, man muss da möglichst viel Führung irgendwie mitgeben, ne? Möglichst viel Hilfestellung, völlig richtig. Sehr gut, also dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Lass den Call noch ein bisschen offen. Der nächste ist am, wir haben ja immer ersten Freitag, das müsste der 6. Oktober sein, 13 Uhr, genau. Danke euch allen, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wer will, kann noch ein bisschen hier bleiben. Ansonsten hoffentlich bis zum 6. Wir haben jetzt auch das erste Mal diesen Termin als Outlook-Termin verschickt, weil viele immer uns hinterher gesagt haben, wir haben es verschwitzt. Wenn jemand das nicht haben will, einfach kurz mir eine E-Mail schreiben, dann nehme ich euch da einfach von dem Outlook-Verteiler runter. Ansonsten schönes Wochenende und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. 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 Tschüss. Danke euch alle. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Ganz vielen Dank an alle Teilgeber. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.